So, im interessanten Diss-Battle zwischen Tymatic und Lasker, das Tymatic mit seiner JBB-Qualifikation begann, scheint Lasker jetzt demnächst nachzulegen. Auf Instagram zeigte er jetzt eigene Chatverläufe von ihm mit Tymatic, aus denen anscheinend hervorgeht, dass Tymatic Julian auch intern unter seinen Jungs mit der H-Bombe beleidigt haben soll. Was ich mich bei der Nachricht von Tymatic frage, wen er mit die genau meint, das ist mir nicht so ganz klar geworden. Außerdem zeigte Lasker einen Chatverlauf, wo es anscheinend um San Diego geht. Tymatic schreibt dort, sofern diese Chatverläufe echt sind, dass er durch San Diego Fame gemacht werden will, um ihn dann zu zerstören. Vielleicht wird sich Tymatic noch zur Echtheit dieser Chatverläufe äußern und sie gegebenenfalls aus seiner Sicht reflektieren, aber ich frage mich, warum er San Diego so viele Nachteile wünscht. Hängt das mit dem zusammen, was er vorher in dem Chatverlauf geschrieben hat? Falls ihr da besser durchsteigt, lasst es mich mal in den Kommentaren wissen. Ich würde beiden Parteien vorschlagen, dass nach dem Diss von Lasker die einfach ihr Kriegsbeil begraben und wieder zusammen Mucke machen sollen. Die beiden sind super junge Künstler, die auch ohne diesen Beef durchstarten werden. Und manchmal steigert man sich vielleicht zu sehr in Sachen rein, die man später mit etwas mehr Weitsicht anders sieht. Bei Bushido und Flair hat das damals ja auch gut geklappt. Was sagt ihr zu diesem Chatverlauf? Schreibt mir mal eure Meinung unten in die Kommentare. Und was erwartet ihr vom Lasker-Diss? Das würde mich jetzt mal interessieren. Anscheinend plant er wirklich einen Diss in Kinofilmlänge. Mal schauen, was da kommt. Der Popularität der beiden und auch dem Ansehen wird dieser Beef sicherlich nicht schaden. Da lege ich mich mal fest. Danke euch fürs Zuschauen.